So, Freunde, wie ihr vielleicht wisst, wir sind hier gerade am Frankfurter Flughafen. Und wen holen wir ab? Wir holen niemand geringeres ab als Dario Wünsch, aka The Little One. Und es sind jede Menge Leute hier vor Ort. Und der Flug ist gerade gelandet, tatsächlich. Und vielleicht finden wir es. Findest du es, Kameramann? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war vorhin irgendwo da oben. Ja, zweiter Bildschirm. Oben. Ja, da unten. Das vorletzte ist es. Nee, das drittletzte ist es gerade. Und er kommt aus Korea. Gerade hier in Frankfurt gelandet. Das heißt, er wird jetzt gerade transportiert hier in den Flughafen rein und wird seinen Koffer abholen. Das wird sicherlich noch 20, 30 Minuten dauern. Vorher stelle ich euch mal ein paar Leute vor, die es geschafft haben, heute hinzukommen. Ich habe ja nicht gewusst, wie viele Leute wirklich kommen, aber ich fange einfach mal von rechts nach links an. Moin, schön, dass du da bist. Der junge Herr, ich habe ja mit allen schon ein bisschen geredet, sieht aus wie 18, ist aber erst 15. Stell dich mal kurz vor und ja, schön, dass du da bist. Ja, ich bin der Leo, ich komme aus Limburg und gehe hier zur Schule, bin gerade mal vorbeigekommen. Freue mich natürlich auch, dass The Little One zurückkommt, vielleicht deutsche EPS und ja, freue mich hier zu sein. Sehr schön und wir machen direkt weiter, wir wollen ja alle mal kurz vorstellen. Auch ein paar Leute aus der Homer J Community da. Hi Basti übrigens. Ja, hi. Ja, oh, hi Basti doppelt. Schön, dass du da bist. Ja, du hast nämlich auch was mitgebracht. Zeig mal ganz kurz. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, muss ich dazu sagen. Zwinker, zwinker. Und habe hier ein schönes Welcome Back Plakat gemacht. Man möge mir meine künstlerischen Fähigkeiten verzeihen. Du bist ganz weit oben dabei, das andere Plakat ist vielleicht noch schlechter. Da will ich kein Urteil abgeben jetzt. Aber es ist schön, dass beide was gemacht haben und ich finde es eigentlich sogar, muss ich sagen, ganz passabel. Und einer der späten Jungs, die gerade erst gekommen sind, ja, stell ich mal kurz vor. Ich bin Johannes, aka Bowser aus dem Homer J Forum und ja, ich freue mich auch, dass der gute Herr wieder hier in Deutschland ist. Und das werden wir bestimmt gleich rausfinden, wie es ihm so geht, ob er müde ist, denn der war ja vor kurzem noch in Dallas und ist noch nach Korea geflogen, also der hat einen harten Trip hinter sich gehabt. So, moin. Ja, moin, ich bin der Christopher, ich komme hier aus Frankfurt, ja, bin 21 und ich heiße Psycho. Psycho, schön, dass du da bist. So, und direkt noch einer hier aus der Ecke. Ja, genau. Hi, ich bin der Daniel und dachte mir, wenn der TLO schon mal da ist, kann man auch immer Hallo sagen, genau. So sieht's aus. Und jemand aus der Team Liquid Community haben wir auch hier, ja? Aber er spricht Deutsch. Moin. Stell dich doch mal vor. Zadik von Team Liquid. Hi. Ganz kurz und knapp, aber sehr seriös. Wir sehen es ja auch. So, und einen weiteren Caster haben wir mit dabei. Er castet meistens in Englisch, aber er ist Deutscher und sein Englisch ist sehr viel besser als meins. Hi. Ich caste nur in Englisch. Ich bin Drew, Simon, Ragequit TV. So, ja, wir platzieren hier auch Werbung übrigens. Kostet Geld. Moin. Moin. Ja, ich bin Matthias, bin hier ganz aus der Nähe und schauen wir mal vorbei, wenn TLO zurückkommt. Dein Nickname? Toxdwarf. So, und da haben wir direkt die nächste Person. Und du bist, ist das deine Freundin? Meine Frau. Deine Frau sogar schon. Mann, verdammt, ey, deine Frau macht das mit. Weißt du, meine Freundin, ich muss immer betteln, dass ich noch ein bisschen am PC bleiben darf. Wie ist es bei dir so? Nee, sie toleriert es eigentlich ganz gut. Solange ich meine Arbeit halt daheim mache und so, ja, dann... Was ist deine Arbeit zu Hause, das will ich jetzt wissen? Ja, ich darf natürlich immer mal ganz gut kochen und so. Oder mein Zimmer aufräumen, halt so die üblichen Sachen. Wie die Mama dann immer sagt, Zimmer aufräumen, ganz schnell. Hinter uns... Moin Jungs, wie alt seid ihr? Ihr seht noch ein bisschen jünger aus als 16, der Rest. 16. Wie heißt ihr und eure Nicknames? Daniel und Schnitzel. Ah, er freut sich auf den Schnitzel. Moin. Hallo, mein Name ist Charlie und mein Nickname ist Lambda. Schön, dass ihr da seid. Wen haben wir denn noch verpasst? Wen haben wir noch verpasst? Oh, oh, oh. Unser erster Mann, ja, unser allererster Mann. Du warst noch früher da als wir und wir waren schon vor 6 hier. Stell dich mal kurz vor. 19 Uhr, Christian. Ja, Nickname Blechdose und aus der Homer J. Community. Ja. Schön, dass du auch da bist. So, wen haben wir noch verpasst? Wen haben wir noch verpasst? Wir haben, glaube ich, der Tobi, das ist unser Mann, der uns heute hilft, das Licht ein bisschen zu bedienen. Hier brauchen wir es noch nicht, aber später werden wir noch weitere Interviews mit Dario machen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein mit euch. Ja, bin gespannt auf den Abend und auf den weiteren Verlauf und wird bestimmt eine coole Sache und wir haben bestimmt viel zu lachen heute. Definitiv. Hatten wir jetzt schon, Jungs? Ihr kommt jetzt mit, wir gehen nämlich nach vorne und holen Dario gleich ab. Der sollte so in 20 Minuten endlich hier rauskommen mit seinem Koffer. Mal gucken, wie groß er ist und was da drin ist. Also bis gleich. Hi. Ihr seid ja verrückt. Moin, wie geht's dir? Deine ersten Worte in Deutschland. Ich bin müde. Das haben wir uns fast gedacht. Flug war gut, das hat ja alles ganz schön gedauert. Ja, wir haben über eine Stunde aufs Gepäck gewartet. Oh mein Gott. Ich stand quasi 20 Meter von euch entfernt die ganze Zeit. Und wir haben alle schon seit 5, 6 gewartet. Schön, dass wir dich endlich hier haben. Und ja, wie wir sehen, du hast alles. Du hast alles bekommen. Ja, ja, alles da. Ist ja krass. So viele Leute. Ja, nur für dich übrigens. Oh, hi, du bist auch da. Schön, dass du da bist.
Ja, Fett Dario, schön, dass du da bist und ich glaube, wir werden jetzt einfach ein bisschen mit dir quatschen und du kannst dich ein bisschen entspannen, nachdem du so eine lange Fahrt hattest und ja, gucken, was dabei rumkommt. Alles klar, freut mich. Das war geil. Ich meine, ja, Liquid hat ja das Turnier völlig weggerockt. Also, wir haben das vorher angekündigt, dass Dallas Liquid gehören wird und wir haben es dann auch wahrgemacht. Also, vier Leute in den Top 8. Ganz ordentlich. Und Shinra hat halt endlich mal sein Turnier gewonnen, da bin ich auch froh drüber. Der hat es echt verdient gehabt. Und selber fünfter Platz bin ich auch froh drüber. Und da war es so warm, das war schön. Echt? Da war es warm? Ja. Beim Livestream? Livestream sah es so aus. Also in der Halle war es kalt, aber draußen war blauer Himmel und das Sonne. Das war so lustig, wenn man geguckt hat, dann pain you so die ganze Zeit. Oh ja, ich war auch immer auf der Toilette und habe warmes Wasser über meine Hände gegossen. Das ging gar nicht in der Halle, aber... Krass. Wie viel Grad war es denn ungefähr dann? In der Halle? Keine Ahnung, hat sich wie 5 angefühlt. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Café in Krefeld und neben mir Dario natürlich. Schon ein bisschen gerädert, aber immer noch gut drauf und wir wollen uns gemütlich hinsetzen, ein bisschen über deine Karriere sprechen, über die Zeit in Korea und vieles, vieles mehr. Wollen wir einfach mal reingehen? Ja, klar. Und ich freue mich schon auf das erste deutsche Bier hier. Darauf sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Komm einfach mit rein. Ach, Dario, endlich haben wir es geschafft. Wir sitzen hier an einem gemütlichen Plätzchen, eins meiner Lieblingscafés. Einer meiner besten Freunde und ich sind hier regelmäßig zugange gewesen, als wir noch viel mehr Zeit hatten. Mittlerweile ist es sehr, sehr selten geworden, aber ich bin immer noch gerne hier im Café Innen in Krefeld. Und gleich können wir endlich die Bestellung aufnehmen und uns ein leckeres Bier bestellen. Lange ist es her, also 2 ganze Monate ohne deutsche Verpflegung, ohne deutsches Trinken und vieles, vieles mehr. Fällt jetzt so langsam aber sicher eine Last von dir aus Korea nach Deutschland? Auf jeden Fall. Also das Ganze wird jetzt wesentlich relaxter. Erstmal ein paar Tage will ich mich ausruhen. Und es ist halt sehr angenehm, einfach in Deutschland wieder zu sein. Man kann mit jedem reden, man kann deutsches Bier genießen und es ist alles ganz relaxed. Die ersten Dinge, die dir aufgefallen sind, die Unterschiede zu Korea und Deutschland, du kommst auf deutschem Boden. Was ist dir sofort aufgefallen? Wo waren da Unterschiede? Einer der ersten Sachen, das ist so klischeehaft, aber das waren einfach die Autos. Und als du dann auf der Autobahn gefahren warst und wir nicht auf 100 km/h restriktiert waren. Und es ist halt, ich weiß nicht, es ist ganz anders. Die Luft ist sauberer, das ist auch schön. Und ich weiß nicht, es fühlt sich ganz anders an, hier zu sein, als in Korea. So, und da kommt unsere Bestellung. Super. Und schönen Abend. Ja, wir wollen alle ein Bier, würde ich sagen. Und wir haben ja noch ein paar Leute mit dabei. Wir hätten gerne 3 Pils, 0,5 und eine Cola. Danke. Es gibt ja wirklich viele Casual-Spieler, die dich schon mal gehört haben, aber die auch nicht wissen, wo du überhaupt genau herkommst. Deine Karriere, wo fing das an? Also du bist nicht der reine StarCraft-Spieler, denn du warst in auch mal in anderen Titeln ganz gut. Genau, also StarCraft habe ich trotzdem schon gespielt, als ich 12 war. Das habe ich ein Jahr lang ungefähr gemacht. Dann habe ich ein bisschen Warcraft gespielt, ein paar andere Spiele. Also ich habe mein ganzes Leben schon gezockt auf jeden Fall. Aber so mein großer Durchbruch war mit Supreme Commander, das war 2007. War ich einer der besten Spieler der Welt, bin auch zu einem Turnier in Lissabon geflogen und habe da gewonnen mit meinem Bruder zusammen. Und ansonsten gab es auch Online-Turniere. Es war nicht so großer Titel wie StarCraft oder einige anderes. Es war eine relativ kleine Community, aber trotzdem, das war für mich der Anfang. Und da habe ich auch das Selbstvertrauen dann gewonnen, zu sagen, ich trainiere jetzt für StarCraft 2. Ich wusste, es kommt bald raus. Habe ein Jahr lang StarCraft 1 intensiv betrieben und ja, es hat ja ganz gut geklappt. Definitiv und mittlerweile einer der besten Spieler in StarCraft 2 der Welt. Und ja, du bist nach Korea geflogen für das Team Liquid und hast in Europa schon einige Erfolge gefeiert in der Beta, wirklich auf dich aufmerksam gemacht durch deinen Spielstil. Du warst jetzt 2 Monate dort, der Plan war jedoch etwas anders. Wie genau war der Plan und warum bist du jetzt vorzeitig nach Europa bzw. nach Deutschland zurückgekommen?
Also der Plan für die Team Liquid-Leute ist es eigentlich 9 Monate in Korea zu bleiben. Es haben sich dann aber verschiedene Gründe angehäuft, warum ich jetzt eher nach Hause wollte. Ich komme vielleicht später nochmal wieder, das will ich noch nicht ausschließen. Aber es gibt einige Gründe. Einen der Gründe sieht man hier. Ich habe mir vor circa 3 Monaten eine Sportverletzung zugezogen. So könnte man sagen, ich leide unter Carpal Tunnel sind. Kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Denn das Bier darf nicht lange stehen bleiben, oder? Ja klar, das müssen wir erstmal. Prost. Auf Deutschland und auf dich. Ja, Kombi. Da darf man auch mal einen tieferen Schluck genießen. Ja, wow. Es schmeckt sehr viel besser als doch in vielen anderen Ländern, muss man einfach mal so festhalten, oder? Auf jeden Fall, das habe ich vermisst. Gleich nochmal. Und ich möchte dich natürlich nicht weiter unterbrechen. Wir waren gerade darüber am Reden, was die Gründe sind, wieso du aus Korea zurück jetzt in die Heimat gefahren bist. Genau. Und zwar, ich leide in beiden Armen leider seit einer Weile an einem Nervenschaden, der nun auch etwas mit StarCraft zu tun hat. Das heißt, es sind Schmerzen von Schulter bis Fingern inzwischen. Und in Korea in einem Pro-Gaming-Haus zu wohnen, war jetzt nicht unbedingt die ideale Umgebung für mich, um das Ganze zu behandeln. In Deutschland werde ich jetzt Therapie dagegen machen und hoffe, dass das Ganze relativ bald wieder in Ordnung ist. Und ansonsten gibt es noch einige persönliche Gründe, auf die ich jetzt nicht unbedingt näher eingehen möchte, aber ja, das ist der Hauptgrund für mich, ganz ehrlich. Wir reden da bestimmt von Frauen und viel mehr, aber wie steht die Familie dazu, beziehungsweise man hatte das Gefühl, man hatte erstens nicht so viel Information bekommen, was passiert da in Korea mit TLO eigentlich, und man hatte so das Gefühl, man hörte immer wieder so Gerüchte, du hast wirklich Heimweh, du würdest gerne wieder heim, denn du vermisst die Zeit in Deutschland und auch die Leute. Wie stehst du dazu, und gab es da auch Momente, wo du in Korea warst, wo du dann dich schon nicht mehr so schön gut gefühlt hast? Auf jeden Fall, also meine Freunde und meine Familie habe ich extrem vermisst, und die freuen sich jetzt auch alle, dass ich wiedergekommen bin. Das ist wirklich, was ich da alles an Nachrichten bekommen habe, das hat mich gefreut. Also alle sind happy, dass ich wieder nach Hause komme, und es wird auf jeden Fall schön, wieder in Deutschland zu sein. Ich habe viele Pläne, ich will ganz Europa touren, ich will alle Turniere mitnehmen in Europa, die ich kann, und meine ganze Zeit in Europa jetzt völlig ausnutzen. Also nicht mehr so faul sein wie vorher, sondern wirklich voll Gas geben und alles nutzen, was ich kann. Vielleicht dein schlimmster Tag in Korea mit der größten Heimweh, wie sah der bei dir aus? Da gab es doch bestimmt einen, oder? Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Man ist dann einfach frustriert. Man muss spielen, aber hat eigentlich gar keinen Bock drauf und hat eigentlich stattdessen dann lieber mit seinen Freunden gechattet. Aber also es gab schon Tage, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, auf jeden Fall. Jetzt hattest du natürlich, gehe ich jetzt mal davon aus, auch einige Ziele in Korea. Das kann natürlich spielerische Ziele sein, aber auch vielleicht für deine Lebenserfahrung. Was waren deine persönlichen Ziele für Korea, für deinen Abschnitt in deinem Leben, die du jetzt dort auch verbracht hast in der Zeit? Ich wollte vor allem als Spieler mich verbessern, und ich denke, das habe ich auch auf jeden Fall erreicht. Ich habe mich für beide TSL qualifiziert. Zwar bin ich nicht so weit gekommen, wie ich vielleicht gehofft hatte, aber in meinen Augen ist es trotzdem eine Leistung, auf die ich stolz bin. Haben ja nicht viele geschafft, und gerade in der ESL 2 sind auch große Namen rausgeflogen, bevor sie sich überhaupt qualifizieren konnte. Daher, viele Leute sind vielleicht der Ansicht, dass ich da jetzt nichts erreicht habe, aber ich bin eigentlich stolz auf das, was ich gemacht habe in Korea. Es hätte mehr klappen können, aber jetzt, wo ich nach Hause komme, sehe ich das als positive Erfahrung für mich, und ich denke, es wird mir für die Zukunft sehr viel bringen.